Hallo, meine Lieben, ich habe gerade für die Kinder ein Fashion-Haul abgedreht und ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Weißt du, ich kann nicht mehr bei der Hitze. Ja, ist nicht zu ertragen. Aber ich mache euch kurz. Ich habe nur einen kurzen Beauty-Haul für euch. Ich habe ein paar Kleinigkeiten geholt bei Douglas und dann bei Euroshop und bei. Ja, seht ihr aber dann gleich. Okay, so. Ich kann das hier noch ein bisschen Stückle. So, seht ihr mich überhaupt? Ich glaube schon. Ja, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. So, einmal ich wollte mir bei Douglas eine Zoeva-Palette holen, weil die 14 Euro waren, anstatt 2, 14 anstatt, ich glaube, 23 Euro. So war's da. Aber die waren nicht im Geschäft. Und ich wollte das holen. Ich war ja nicht in der Stadt, sondern bei einer. Ja, da gibt es verschiedene, so viele, über ja, 30 oder 40 Läden. Und ja, so ein Passage, so eine. Ja, ich weiß nicht, wenn man das nennt. Und ja. Aber genug gelabert. Ich wollte euch jetzt kurz zeigen, was ich da geholt habe, weil die Palette nicht da war. Fand ich schade, aber ich kann ja nichts machen. Habe ich diese Papanga. Für die Haare gab es auch in verschiedenen Boxen. Anstatt 2,79, 99 Cent in Gelb, jetzt für den Sommer. Dann habe ich mir geholt so eine Badetabletten von anstatt 2 Euro, 99 Cent. In Grün mit, weiß gar nicht, welche, eine Fliege hier. Ich hasse das im Sommer nur wegen die Fliegen, ne? In zwei verschiedenen Sorten, aber kann ich nicht lesen. Steht ja nicht drauf. Ja. Zwei für mich und dann hat die Verkäuferin mir noch so eine Probe geschenkt von Girls Can Say Anything. So eine kleine Prüppchen. Kenne ich auch nicht, aber bestimmt, riecht bestimmt gut. Ah, schön in so einer roten Farbe. Kann ich gleich auftragen. Riecht sehr gut. Ja. Wie gesagt, das. Und dann war ich noch bei Euroshop laden, wollte was schauen, aber die gab es nicht mehr. Und da habe ich das von Manhattan, zwei Stück, so eine Nagellack und eine Eyeshadow in Stiftform für 1 Euro. Leute, wo gibt es denn sowas? Zwei Artikel für 1 Euro. Kann ich euch auch gleich zeigen. Wunderschöne Farbe hier. In Nude-Farbe kann man jedes. Über das Jahr dann tragen. Mann, eine Fliege, jetzt kriegt die Krise. Ey. Wunderschöne Farbe. Dann so ein Eyeshadow-Pen mit dieser weißen so. Als hier. Bevor man anfängt mit den Farben, kann man ja als Base nehmen. Ja. Fand ich auch sehr schön. Und bei den anderen gab es eine farbene mit Glitzer. Und ein Lipgloss. Ich fand das so schön. Bei 1 Euro zwei Artikel. Ja, Schnäppchen, ne? Manhattan Lipshine Lipgloss. Die Farbe ist wunderschön jetzt für den Sommer. Wunderschön. Und dann noch hier dieser Überlack in so glitzerer Farben. Ja, fand ich, hat sich sehr gelohnt, ne? Und zum Schluss habe ich hier noch von NSYNC Family so ein. Ich glaube, das ist so eine Blush oder Highlighter. Nee, Highlighter nicht, aber so ein Blush. Glaube ich, Pinsel in Mehmet-Form. So, in Fischform von mit diesem Mehmet-Muster da. Anstatt 4,99 hat es bloß 1,99 gekostet. In Gold. Kann ich euch auch gleich zeigen. Aber ich fand das so schön hier sogar mit da. Kann man hier zum Verreisen auch mitnehmen. So schön, schön weich. Oh, wie schön. Sogar hier zum Dekorieren ist das sehr schön. Auch wenn man das nicht benutzt. Aber ich glaube für Highlighter oder Blush nicht. Highlighter ist sehr dünn. Hier kann man so machen, glaube ich. Oder für Konturieren. Ich glaube zum Konturieren. Ah, geh schon rein. Hallo.
Ich kriege ihn jetzt nicht rein, schade. Aber ja. Ja, mein Lieben, das war's dann von mir. Ein kleines Beauty Haul. Ihr mögt sowas sehr gerne und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hab noch, ja, einen schönen Tag und ich wünsche, nicht wünsche, sondern ich freue mich über jedes Feedback von euch und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.